Hallo, herzlich willkommen bei Stefan Probiert. Heute gibt's was Neues von Kinder und zwar Cereale aus Italien. Da gibt's das Ganze schon etwa ein Jahr. Bei uns jetzt und nur für kurze Zeit. Wahrscheinlich wollen sie testen, ob das bei uns auch funktioniert. Ja, Cereale klingt jetzt vielleicht komisch, es klingt italienisch und ich habe nachgeguckt, wie man es denn ausspricht. Weil ich habe erst gedacht, vielleicht heißt es Cereal. Und einige Produkttestkollegen sprechen das auch so aus oder sprechen es ganz komisch aus. Ich habe recherchiert. Ich war bei Ferrero, habe aber nichts gefunden. Ich war bei Kinder auf der Webseite, habe nichts gefunden. Also ich war bei Ferrero auf der Webseite. Also nicht bei denen persönlich vor Ort, auf der Webseite. Dann habe ich da aber nichts gefunden. Keine deutsche Werbung, wo das irgendwie kein Video von Ferrero oder der Marke Kinder in Italien, also auf italienischen Websites. Da bin ich dann fündig geworden, habe einen Werbespot gefunden von Kinder irgendwo auf einer Facebook-Seite und da hieß es dann ja, Cereale. Ja, weil ich war hier stutzig geworden durch diesen Apostroph, dachte ich so, ja, kann das Cereal heißen? Also Cereale wird es in Italien ausgesprochen, ich weiß nicht, wie wir es hier aussprechen. Ich nutze den Namen, weil, ja. So habe ich es halt rausgefunden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ich hoffe, alle Italienerinnen und Italiener da draußen, dass ich das nicht zu doof ausspreche. Ja, jetzt also, Ce Kinder Cereale, hier Kekse mit 7 Getreidesorten. Das klingt schon mal sehr gesund und sieht auch hier so einigermaßen körnig aus. Aber was uns hier jetzt auch immer begegnet, achtet mal drauf. Ja, dunkle Schokoladestückchen und das steht hier auf der Seite auch nochmal zweimal dunkle Schokoladestückchen. Wahrscheinlich je nachdem, wie es im Regal liegt, immer soll man Schokoladestückchen lesen können. Hier an der Seite ist glaube ich auch nochmal drauf. Da nochmal dunkle Schokoladestückchen. Also auf jeder Seite, außer da unten, ist es drauf und hier am Schluss ist es glaube ich auch nochmal irgendwo. Ja, da ist es auch nochmal. Also das scheint etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein, dass man bei aller Gesundheit auch betont, hey, da ist Schokolade drin. Dunkle Schokoladestückchen. Damit es nicht zu gesund rüberkommt. Hier ist auch noch so ein Cappuccino. Da soll man dann mittrinken. Und hier gibt es 6 Packungen sind da drin. Das ist schon sehr gut. Und da sind wohl 4 Stück. 4 von diesen runden Dingern drin. Jo, was ist jetzt wirklich drin? Beziehungsweise was sagt noch hier die werbetextende Zunft? 6 praktische Packungen. Da hat man so ein Päckchen und dann da trinken. Also zum Trinken, zum Kaffee. Essen und kann man hier mit rumtragen und dann kann man es auch, also direkt oder über Umwege in die Tasche und dann unterwegs genießen. Ah, sehr tolle Zeichnung, sehr schön. Ja, was steht hier? Kinder Cereale, Kekse mit 7 Getreidesorten, das haben wir schon. Knusprig, leckerer Geschmack mit einer ausgewählten Mischung aus Mehlen aus 7 Getreidesorten. Hurra, 7 Mehle. Ja, 7 Getreide, Mehle. Und ja, Schokolade hatten wir schon. Es ist Reis, Mais, Weizen, Roggen, Buchweizen, Hafer und Dinkel. Ja, wow. Ha, ist das nicht der Hammer? So viel gesundes Getreide. Und dann bei den Zutaten natürlich. Es ist ja auch. Also, Leute, das ist ja nichts Gesundes. Es ist eine Süßigkeit. Das ist jetzt hier kein Brotersatz, sondern Süßigkeiten. Deswegen schreiben sie wahrscheinlich oft genug drauf. Dunkle Schokolade ist nämlich auch noch so Zeug drin wie Magermilchpulver und Erstmalzextrakt. Und ey, wollen wir alles gar nicht wissen. So, hier, 6 Packungen, A2 Stück steht da noch drauf. Und jetzt ist dann nur die Frage, ist das eins oder sind das zwei? Weil hier. 6 Mal, das sind so 4 oder sind das so Doppeldinger? Wir werden es gleich erfahren. Ich mache es jetzt einfach mal auf. So, hier ist die Öffnung. Die ist ein bisschen versetzt. Das ist interessant. Nicht ganz in der Mitte. Mal was Schönes. So, wir machen auf. Und da haben wir so eine Packung. Doch, ist relativ dick. Ja, also es fühlt sich so an, dass also unter 2 wird ein Doppelding hier verstanden. So sieht die Packung aus hier. Steht nichts mehr. Nur noch hier nochmal mal 2. Jo. Und nochmal die Schokolade abgebildet. Wir haben es ja noch nicht oft genug erfahren. So, wo geht's auf? Wo geht's auf? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Cereale, alle, 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 alle. Oh, ich hab's zerbröselt. Ah, das habe ich kaputt gemacht. Das ist doch doof. Na ja, gut. Dann nochmal eine Packung aufmachen. Mal gucken. Jetzt nehmen wir erstmal so, wie es passiert ist. Ja, das habe ich hier schon zerbrochen. Ah ja. Oha. Okay, Moment. Ich nehme das Unzerbrochene. Das Heile.
Und das vergleichen wir jetzt mal mit der Fotografie. Also es ist natürlich, Produkt und Wirklichkeit ist immer ein Unterschied, aber das hier. Also, wow, wie der Fotograf, die Fotografin das hinbekommen hat, dass das so aussieht. Krass. Ganz andere Furchen hier und körniger. Das ist halt hier so ein Keks. Keks mit Schokoladestückchen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was der Geschmack kann. Ich nehme mal das. Lässt sich das jetzt auch teilen? Also ist das sind jetzt zwei oder ist es eins? Doppelkeks. Ich verstehe das Konzept nicht ganz, weil so richtig, so zum Durchbrechen sieht das nicht ganz geschickt aus. Ich will mal gucken. Ja, lässt sich, es lässt sich einigermaßen teilen. Dann hat man allerdings Schokolade an den Fingern. Also sollte man das am besten in einem essen. So, jetzt lang genug geschwätzt. Okay. Ein sehr körniger Keks. Das muss man sagen. Das hat was. Er hat viel Biss. Guter Crunch. Letztlich vom Geschmack ähnelt es schon einem klassischen Schokokeks, so diese American Cookies. Allerdings, ja, man hat das Gefühl, also es fühlt sich gesünder an dem Mund, ohne jetzt schlecht zu sein, also positiv. Das haben sie sehr geschickt gemacht. Das hat genau die richtige Körnigkeit. Angenehm. Gefällt mir gut. Könnte ein Tick mehr Schokolade drin sein. Für meinen Geschmack. Ja. Die Süße stimmt. Bisschen was bleibt in den Zähnen hängen. Ja, es ist. Doch, also bin ich jetzt positiv überrascht. Eine gute Mischung aus Keks, Crunch und Korn, aber ohne dass es penetrant wird und die Schokolade. Nicht zu süß, kann vielleicht sogar noch ein Tick weniger süß sein. Aber ja, das kann ich empfehlen. Natürlich nicht Leuten, die auf ihre Linie achten wollen. Das ist eine Süßigkeit. Aber ja, ist jetzt schade, dass ich tatsächlich keinen Kaffee hier habe. Kein Cappuccino, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut passt. Ja, also mal gucken, ob es das hier in Deutschland überlebt. Ich habe jetzt leider auch nicht auf den Preis geachtet, weil. Oh, das an dieser Stelle. Verzeihung, jetzt hätte ich was vergessen. Ganz zum Schluss. Danke, Schwesterherz. Dieser Test wurde nämlich nur möglich, weil meine Schwester mir das mitgebracht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Deshalb weiß ich leider auch nicht, was sowas kostet und ob das den Preis rechtfertigt. Ich finde es auf alle Fälle gelungen. Und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es in eure Kommentare, wenn ihr es selber schon mal probiert habt. Wenn ihr das in Italien oder hier in Deutschland gegessen habt, lasst gerne auch einen Like da. Da freue ich mich sehr, wenn euch das auch gefällt, was ich hier verzapfe. Und am allermeisten freut es mich natürlich, wenn ihr mich abonniert. Also fleißig auf die Buttons klicken und teilen und sharen und überhaupt und weitererzählen, was es hier alles gibt. Und vor allem weitererzählen, das ist bei mir erfährt man, wie man das ausspricht. Cereale. Also damit, adios, arrivederci oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.